hatte keine Verwandte, keine Freunde, worin sein Herz sich fing, dass er Miete zahlen konnte für ein Zimmer mit Klo, war der seidene Faden, an dem er hing. Sein Freund war nur ein Tamagotchi und den pflegte er so gut es ging. Und wenn er nach dem Fressen das Signal gab für Verdauung, seufzte er gerührt, was für ein dickes Ding. Jeder Mensch braucht ein dickes Ding. Etwas, woran sein Herz sich hing. Etwas, das noch da ist, wenn der Rest schon nicht mehr wahr ist. Jeder braucht sein dickes Ding. Eine Frau lebte in 7 Zimmern mit einem Konto, auf dem der Zins sich fing. Ablösesumme einer schiefgelaufenen Ehe mit einem jungen, aber superreichen Fensterling. Natürlich war sie ziemlich alleine. Nur ein kleiner Mops, der ihr am Bein rumhing. Und manchmal, wenn sie lachen wollte, band sie ein paar Würste an eine Schuppe. Und dann rief sie, Pluto, spring! Jeder Mensch braucht ein dickes Ding. Etwas, woran sein Herz sich hing. Etwas, das noch da ist, wenn der Rest schon nicht mehr weiß. Jeder braucht sein dickes Ding. Der beiden stand in den Sternen, morgens um 6:30 in einem Waschsalon. Sie sahen sich und blieben sich nicht ferne. Als Liebende vereint zogen sie davon, doch die Frau mochte keine Tamagotchi. Während dem Mann der Mops bald auf die Nerven ging, nach natürlichem Verlauf kam's zu einer Frucht der Liebe und die Hebamme seufzte, was für ein süßes, dickes Ding. Jeder Mensch braucht ein dickes Ding. Etwas, woran sein Herz sich hing. Etwas, das noch da ist, wenn der Rest schon nicht mehr wahr ist. Jeder braucht sein dickes Ding. Jetzt verspottet nicht den Jungen auf dem Fahrrad. Er ist so fett, dass es die Luft im Reifen kaum mehr bringt. Der Grund ist ein Problem bei der Verdauung und dass er zu oft in der Küche nach den Würsten springt. Dieser Junge fährt weit weg von seinen Eltern zur Ruine unten am Kanal. Dort fängt er seinen Lieblingsfrosch, den bläst er auf, nur ganz vorsichtig, nur knapp ist vor dem Knall. Jeder Mensch braucht ein dickes Ding. Etwas, woran sein Herz hing. Etwas, das noch da ist, wenn der Rest schon nicht mehr da ist. Jeder braucht sein dickes Ding. Ein herzliches Hallo aus Berlin. An einem ganz besonderen Ort in Berlin für einen ganz besonderen Gast. Wir sind hier im Mehringhoftheater in Kreuzberg, einem Kleinkunsttheater mit großer Tradition. Und dieser Ort ist wie geschaffen für meinen heutigen Gast und ich begrüße ihn jetzt ganz herzlich. Es ist der Musiker, Autor, Schriftsteller, Kulturschaffende und Geschichtenerzähler am Klavier, Manfred Maurenbrecher. Hallo. Schön, dass du dabei bist. Freue mich auch. Ich freue mich sehr. Fühltest du dich so richtig vorgestellt? Ja, natürlich, in aller Breite. Ja, ich habe mir gewünscht, das Lied Dickes Ding zum Beginn. Und das habe ich mir natürlich auch extra gewünscht, aus zwei Gründen. Zum einen finde ich es ein bisschen typisch für deine Lieder, weil es sehr lässig, locker, witzig daherkommt und aber dann doch eine kleine, subtile, hintergründige Botschaft enthält, nämlich, ich höre mir das an und frage, ja natürlich brauche ich ein dickes Ding, aber was ist denn eigentlich mein dickes Ding? Habe ich überhaupt eins? Oder bin ich sogar eins? Oder bin ich? Für andere. Manfred, hast du ein dickes Ding? Ja, allerdings. Mein dickes Ding sind Spaziergänge. Mich zurückzuziehen und einfach eine Weile zu versuchen, an gar nichts zu denken. Das ist, würde ich sagen, mein dickes Ding. Habt ihr ein dickes Ding?
Der zweite Grund, warum ich mir Dickes Ding ausgewählt habe, ist, weil es mich mit Manfred und einer Truppe aus Künstlern, mittlerweile auch bekannten Künstlern, verbindet. Ich habe Dickes Ding zum ersten Mal gehört beim Mittwochsfazit im Schlot. Mhm. Manfred, das Mittwochsfazit, das legendäre Mittwochsfazit. 12 Jahre habt ihr miteinander verbracht, getagt. Ja. Was war das Mittwochsfazit? Naja, es entstand in der Boomzeit der Berliner Lesebühnen, wo praktisch wöchentlich solche Veranstaltungen gegründet wurden. Viele gingen dann auch ganz schnell wieder ein. Boff Bjerg und Horst Evers kannten sich schon lange davor durch den Frühschoppen der ersten Lesebühne in Berlin und hatten vor, eine kleinere zu gründen und haben mich gefragt, ob ich der Dritte in diesem Bund sein wollte. Das war 1996, glaube ich. Und dann haben wir damit angefangen und haben uns jeden Mittwoch im Schlot getroffen, der damals noch in Prenzlauer Berg in einem Hinterhof war. Und es gab immer so ein bisschen Ärger mit den Mitmietern, weil es nachts natürlich dadurch sehr laut auf dem Hinterhof war. Und wir haben von Anfang an gewusst, dass der Titel Mittwochsfazit nicht gerade Leute zieht. Und haben uns deshalb jeden Monat einen anderen Titel gegeben, eine andere Themenüberschrift, und die waren oft sehr grell. Die waren oft sehr sexy. Ja, ja, eben. Ja. Genau. Die hatten immer mit Sex zu tun, und dicke Dinger war ein Thema, und da fiel mir dieses Lied dann dazu ein. Es gab eure Auftritte jeden Mittwoch, aber jeden Monat änderte sich das Programm. Und man musste jeden Monat einmal mittwochs dorthin, um drin zu bleiben. Denn ihr habt das cool gemacht. Es gab Einzelauftritte von euch. Wir haben unterm Tisch gelegen vor Lachen. Also unglaublich. Das kann ich mir kaum mehr vorstellen, dass mir das bei einer heutigen Comedy-Veranstaltung so passieren würde. Ja. Und gleichzeitig hatten wir aber auch auf dem Tisch ein paar ganz schön ernste Themen. Ja. Also die Mischung war euch wichtig? Die war uns allen dreien sehr wichtig, dass Dinge ja auch mal sehr traurig und tragisch enden können. Und auch beim Namen genannt werden. Und eben auch ausgesprochen werden, ja, ja. Aber dann hatten wir so Sachen wie die Kühlschrankszene. Ja. Lebensmittel im Kühlschrank eines männlichen Singles erleben alle möglichen Abenteuer, also so wie so eine Soap. Genau, deshalb durfte man auch leider keinen Monat verpassen, sonst wusste man nicht, wie diese Soap weitergeht. Wer sich diese Stimmung beim Mittwochsfazit mal so vor Augen halten möchte, ihr habt 2 CDs, das Mittwochsfazit, 1, 2. Mhm. Man kann die noch bestellen, und ich glaube, man würde auch so morgens auf dem Weg zur Arbeit einfach eine geile Zeit haben mit den dreien, ja, Boff Bjerg, Horst Evers, die ich hoffentlich auch mal irgendwann vor die Kamera bekomme, und Manfred am Klavier. Und du hast auch viel getextet, natürlich. Ja, klar. Immer viel getextet, denn du bist ja ein Geschichtenerzähler am Klavier. Ja, das ist die Bezeichnung, die mir am liebsten ist für diesen Beruf. Das war jetzt in den 90ern, Manfred, aber ich möchte bei dir mal viel weiter zurückgehen, denn alles begann schon sehr artistisch, künstlerisch, viel früher. Du hast 2016 ein Buch herausgebracht aus der wunderbaren Berliner Orte-Reihe, Künstlerkolonie Wilmersdorf. Mhm. Und warst natürlich genau der Richtige, um dieses Buch zu schreiben, denn du bist in der Künstlerkolonie Wilmersdorf aufgewachsen. Ja. Was war die Künstlerkolonie Wilmersdorf? Ja, die gibt es ja eigentlich bis heute. Und so viel hat sich da nicht geändert. Es ist einer der wenigen Orte in Berlin, wo man Leute hinführen kann, die mal das ganz alte West-Berlin noch mal so an sich vorbeiziehen lassen wollen. Da leben tatsächlich Künstlerinnen und Künstler beziehungsweise Bühnentätige. Also diese Häuser sind Ende der 20er Jahre gebaut worden von der Bühnengewerkschaft und vom Schriftstellerverband, um billigen Wohnraum für diese künstlerisch Tätigen zu schaffen. Was für eine tolle Idee, oder? Tolle Idee.
großartige Idee, ja, die dann von den Faschisten zunichte gemacht wurde, weil die das nicht zu Ende gebaut haben, weil in diesen drei großen viereckigen Höfen, kann man sagen, also Wohnblocks mit Innenhöfen, natürlich ganz viele Linke gelebt haben. Und gegenüber gibt es ähnliche Wohnblöcke, ja. Wohnblöcke, ne? Genau. Und die waren, gehörten der Post, die hatte die Post für ihre Angestellten gebaut. Und da waren viele dabei, die richtige Sympathisanten der NSDAP waren, okay, noch vor 1933. Und die fingen an, Überfallkommandos zu bilden, wenn die Schauspieler nachts mit der U-Bahn am Breitenbachplatz ankamen aus ihren Theatern. Und überfielen die. Und dann haben die Künstler Schutztrupps gebildet, um die Leute in Empfang zu nehmen. Also es muss eine dolle Zeit gewesen sein, gerade vor der Machtergreifung noch. Dein Gang durch diese Gegend, durch die Künstlerkolonie und alle umliegenden Gebiete, ist natürlich autobiografisch. Ja. Du erzählst viel von dem, was dir widerfahren ist, auch so deine künstlerischen Wurzeln. Du hattest Klavierunterricht natürlich, irgendwie am Rüdesheimer Platz. Ja, genau. Oder? Mhm. Und ja, hast im Chor gesungen. Ja, Kirchenchor. Auch das, ja. Und warst aber auch schon so ein bisschen literarisch unterwegs und warst im Buchhändlerkeller, stimmt das? Sehr oft, ja. Den gibt es ja bis heute eigentlich. Eine dieser wenigen Westberliner Institutionen, okay, die sich gehalten haben. Damals war der Buchhändlerkeller in der Nähe vom Friedrich-Wilhelm-Platz in der Görresstraße, in einem wirklichen Keller unter einem Haus. Und da bin ich immer hingegangen, war vielleicht auch Mittwoch oder Donnerstag, einmal die Woche war da eine Lesung und da waren diese ganzen jungen, prominenten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, ich war ja noch jünger, ich war 16, 17, die waren 6, 27, Enzensberger und... Ja, solche Leute hast du da gehört, ne? Ich habe nie gewagt, irgendwen anzusprechen und die müssen mich aber alle irgendwie wahrgenommen und gleich wieder vergessen haben. Immer der schüchterne Typ, der eine Cola getrunken hat und nur zugehört hat, das war ich. Aber das Zuhören war natürlich für dich auch prägend, ja, oder? Was du da erlebt hast. Ja, klar. Also Enzensberger hätte ich schon auch mal gerne live erlebt. Ja, das war schon beeindruckend, obwohl der war unangenehm, der war sehr angeberisch. Ja, das glaube ich. Aber es gab andere, die echt nett waren. Delius mochte ich sehr. Mhm. FC Delius. FC Delius. Mhm. Alles das schöne Geschichten. Hast du damals schon Jim Rakete am Rüdesheimer Platz gekannt? Nein, komischerweise nicht. Wir haben das ja später festgestellt, dass wir dann praktisch 500 Meter voneinander groß geworden, okay, sind, aber und sogar selber Jahrgang. Aber wir kannten uns nicht. Zu dem kommen wir gleich noch. Zu Jim Rakete kommen wir gleich noch. Aber du hast eine Hymne geschrieben an diese damalige Zeit und hast dem Rüdesheimer Platz ein Denkmal gesetzt. Ja. Paradies Rüdi. Mhm. An der Stelle, wir können natürlich heute nicht alle Lieder spielen oder Manfred kann nicht alle Lieder spielen, von denen wir reden. Man findet deine Liedtexte auf deiner Webseite, alle. Ja, die sind frei zugänglich. Super und viele davon sind wirklich kleine lyrische Kostbarkeiten. Also ruhig mal reinschauen und ich finde sowas wie der Rüdi, Paradies Rüdi, das ist natürlich auch Zeitgeschichte. Ja. Also cooles, ganz tolles Lied und vieles findet man bei dir auch gesungen auf YouTube. Aber das nur am Rande, damit ihr wisst, wo ihr das finden könnt. Ja, aber was mir besonders gefallen hat in dieser kleinen Frühautobiografie, ist dein wunderbar warmherziges Verhältnis zu deiner Familie und insbesondere zu deiner Mutter. Hm. Ja. Du schreibst von ihr liebevoll und beschreibst sie auch als, wie hast du mal geschrieben, als warmherzig, aber nee, als scharfzüngig, aber intuitiv. Ja, sehr. Das war sie. Meine Mutter kommt aus Schlesien, aus einem Bauernhaushalt. Und das war ihre emotionale Heimat. Sie war total naturliebend und mit den Jahreszeiten empfindend, würde ich sagen. Und dann ist sie aber eines der wenigen Mädchen in den 20er Jahren damals, die bis zum Abi gehen konnte und war in der Schule, in einer gemischten Schule, sehr fortschrittlich in Breslau. Und
ist dann als Bibliothekarsausbilder, also Auszubildende für die Bibliothek unter die Fitte einer sehr fitten Lehrerin gekommen, und das machte dann ihre intellektuelle Seite aus, also dass sie auch einen scharfen Geist hatte und sich da nicht so sehr beeindrucken ließ, so von Leuten, die sich wichtig machten. Also sie konnte die schnell entblättern. Ja, und so ähnlich klingt auch diese kleine Hymne, die du an deine Mutter geschrieben hast. Ja. Als du sie schriebst, war sie da schon gestorben? Ja, ja. Das war auch eins der Gelegenheitslieder fürs Mittwochsfazit. Also ich muss sagen, in der Zeit, in diesen 12 Jahren, mehr Lieder als da habe ich nie geschrieben, weder vor noch nachher. Und ich weiß genau, dieses Lied, der Titel dieses Monats war tatsächlich Danke Mutter, so viel okay. Zeit muss sein. Richtig. Und ich habe das im Zug auf der Rückfahrt nach Berlin geschrieben, vor der Premiere, also an einem Mittwoch, und hatte eigentlich nur die Melodie nur im Kopf und habe mich dann ans Klavier gesetzt und habe gedacht, entweder das bricht jetzt völlig alles zusammen oder du kannst es so, wie du es im Kopf hattest, da vortragen, und es ging. Wir hören uns das jetzt einfach mal kurz an. Wenn ich geheult hab, hatte Krach, und in der Schule lief es ganz beschissen. Ich war allein in einer Welt von Feinden, fand kaum Heim. Da war es gut zu wissen, dass eine wartete und nahm mich in den Arm. Mir war's eigentlich gar nicht recht, ich hielt's für Kinderkram. Doch wie von selbst legten sich Anspannung und auch des Tages Schutter. Es war das Einfachste der Welt, ich dachte, danke Mutter. Sie konnte Menschen gut durchschauen, hatte eine scharfe Zunge. Sie sagte, mir kannst du doch trauen, dies Mädel ist nichts für dich, Junge. Die ist verheiratet, beinahe 40 schon, und du wirst doch gerade erst 17. Ich sagte, Mutter, wenn du dich da einmischst, werde ich morgen früh noch fortgehen. Aber ein weiteres Jahr verging und ich stand nach wie vor bei ihr im Futter und liebte jetzt ein hübsches, junges Ding und dachte, wenn ich überhaupt was dachte, danke, Mutter. Sagt, sie war ein heiteres Gemüt, konnte die Menschen gerne leiden. Das war, was man nach außen sieht. Sie konnte sehr gut unterscheiden zwischen den wenigen und dem ganz großen Rest, zu dem man trotzdem besser freundlich bleibt, weil die es gar nichts angeht, was man eigentlich denkt und treibt. Ich fand das früher immer unehrlich, doch neuerdings, wenn wieder mal ein ganz Kaputter in irgendeinem Eck mich volllabert und ich bin sehr weit weg, denke ich, danke Mutter. Ist sie lange tot, Generationen sehe ich wandern, will gerade ein Regal aufbauen, von einer Zimmerwand zur anderen. Wie hätte sie das schnell gekonnt, noch fixer fast als meine Lebenspartnerin. Doch heute baue ich mal allein, mich selbst mir zu beweisen, steht mein Sinn. Ich rudere mit den Brettern und dem Aufbauplan, verloren wie auf einem Kutter. Das wird doch nie was, zu den Schrauben fehlt doch was, die haben was nicht mit eingepackt.
Kleinen wie im Großen. Eines fehlt, es ist die Mutter. Danke, Mutter. Ich glaube, wer dieses Lied hört, wünscht sich auf der Stelle so eine Mutter, möchte ich auch gehabt haben. Also toll, oder? Du hast Glück gehabt. Ja, würde ich, also kann ich zustimmen. Ja. Sowohl Dickes Ding als auch Danke, Mutter auf der CD Weiße Glut 99 erschienen und ich liebe diese CD. Ich kann die nahezu komplett auswendig, also anschaffen. Ja, dann bist du Student geworden, Student der Germanistik. Ich will das ein bisschen abkürzen. Du hast dich in einer Band damals schon formiert. Mhm. Trotz und Träume, ein wunderbarer Name. Ich glaube, so konkret würde sich heute keine Band der Welt mehr in Deutschland nennen. Kann aber wiederkommen mit der jetzt neuen Politisierung der Jugend, könnte ich es mir vorstellen. Das wäre eigentlich schön. Ja. Und warst aber auch unterwegs bei so jungen linken Intellektuellen, so mit denen du auch zum Teil gewohnt hast. Mhm. Und wie das damals war, so Studenten, die sich zusammengefunden haben. Das alles, was ich jetzt erzähle, weiß ich aus diesem Buch, das du vor 2 Jahren veröffentlicht hast. Der Rest ist Mut. Vom Liedermachen in den 80ern, ein quasi zweites autobiografisches Buch, das du veröffentlicht hast. Das beginnt damit, dass du als Student und auch als Doktorand, du hast promoviert über Hans-Henny Jahn. Das ist auch eine spannende Geschichte, aber darüber, das sprengt jetzt den Rahmen, aber sehr passend, dass du als Student über die Band und über deine anderen Aktivitäten in dieses Musikerleben eingestiegen bist und beschreibst dann wirklich diese 10 Jahre deutsche Musik-, Pop- und Rockgeschichte, in der du mittendrin warst. Ja. Und um euch ein bisschen von Maurenbrechers scharfsinniger Formulierkunst vorzuführen, ganz kurz, möchte ich euch mal sagen, mit welcher Art Leuten ihr da zusammengewohnt habt. Und ich glaube, dann weiß jeder genau Bescheid. Unsere bescheidene Antwort darauf, auf die Kommunistische Partei, war die ASMO, die ASMO, Antisektiererische Massenorganisation. Ein Haufen von circa 25 Leuten in einer angemieteten Kellerwohnung in der Kreuzberger Nostitzstraße. Entzündungspunkt für feurige Diskussionen, herzzerreißende Verliebtheiten und schlurfenden Arbeitsalltag von schlecht gelaunten anarchistischen Narzissten. Wunderbar. Ich weiß, wie ihr da gewohnt habt, ich weiß, wie ihr aussaht, ich weiß, wie ihr drauf wart. Ja. Super schön auf den Punkt gebracht, was da vor sich ging. Ja, dein Buch, Der Rest ist Mut, beschreibt, wie du in die Musikszene eingestiegen bist. Du hattest eigentlich 2 ganz wichtige Wegbegleiter über diese Jahre hinweg. Das war Herwig Mitteregger, der Drummer von Spliff. Genau. Und über ihn bist du dann an den heute Starfotografen, damals auch noch Musikmanager, Jim Rakete gekommen. Richtig. Erzähl mal, was ist damals passiert? Naja, ich war nach meiner Promotion so drauf, dass ich gesagt habe, ein halbes Jahr machst du jetzt mal Musik und guckst, wie weit es kommt damit. Und da gab es einen Förderer von mir, Hubert Skolut, ein ziemlich wilder Typ, der wieder sehr viele Leute kannte und der überredete mich, in einer Pizzeria Musik zu machen in Kreuzberg, wo vielleicht Herwig Mitteregger, der Schlagzeuger von Spliff, auftauchen könnte. Ich kannte den gar nicht, ich war mit dieser so Popmusik auch wirklich, war eine andere Welt für mich. Und dann kam so ein hagerer Typ und hörte sich das mit an. Das war Mitteregger und der war wirklich sehr begeistert von dem, was er da gehört hatte und sagte, ich würde gerne mit dir mal Aufnahmen machen, aber dazu müssen wir jetzt als Spliff
erstmal Erfolg haben. Wir haben gerade eine deutschsprachige Platte rausgebracht. Alle haben uns davor gewarnt, aber wir wollen das jetzt so. Und ich habe dann gedacht, naja, das sind so Sprüche. Aber ein Vierteljahr später rief der wirklich an und sagte, wir haben jetzt Erfolg und wenn du willst, können wir nächste Woche mal was aufnehmen. Mhm. Und das war natürlich toll, ja. Irre. Ja, und dadurch rutschte ich dann auch in dieses Raster oder Rooster oder wie man das nennen soll, ja. von all den Leuten, die Jim Rakete betreute, weil der hatte die Spliffer, also diese Musiker, mit Nina Hagen zusammengebracht. Nina war gerade abgesprungen und er betreute weiter die Band Spliff. Und dann gab es eine junge Frau, die da in seinem Büro arbeitete, die hatte auch ein Lied, was jetzt bald veröffentlicht werden sollte, die hieß Nena. Und ja, naja. Und der Rakete war auch von dem, was ich gemacht habe, ziemlich beeindruckt. Und dann ging das quasi seinen Gang. Ich konnte dann eine LP bei CBS veröffentlichen. Ja. Und die konnten natürlich erstmal gar nichts damit anfangen. Aber dann war es so, dass Nena so hochschoss und dass alle sagten, dieser Rakete, der hat so eine Nase, der hat dieses kleine Mädel, hat gemerkt, dass die ein Star ist. Vielleicht ist ja an diesem Maurenbrecher, können wir uns gar nicht vorstellen, aber vielleicht ahnt er ja was. Insofern hatte ich da so den Ruf des Rätsels so ein bisschen. Ja, du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Und Rakete hat Talent erkannt. Ja, das auch, auf jeden Fall. Aber er hat auch ziemlich bald etwas erkannt, das hat er ganz schön formuliert. Du hieltest dir den Mainstream erfolgreich vom Leib. Mhm. Hat Rakete mal gesagt. Ja. Und ich glaube, er hat also ziemlich schnell erkannt, dass es dir immer um deine Authentizität ging, ja, und nicht darum, dem Mainstream deine Ansichten zu opfern. Ja, genau, richtig. Mhm, und da bist du dir auch immer treu geblieben, ne? Ja, ich kann gar nicht anders. Also auch. Das ist kein Verdienst, sondern das ist halt meine Art. Du hast deine erste CD, die hieß Maurenbrecher. Mhm. Die hast du 81 rausgebracht. 82. Mhm. Und deine dritte CD, also das folgte alles ziemlich schnell aufeinander, die war eigentlich der Durchbruch für dich. Viel zu schön. Viel, ja, zu schön. Also man muss sagen, das waren natürlich noch LPs damals. Ja, natürlich. Viel zu schön kam tatsächlich als CD raus. Und das war ein riesiges, das war eigentlich eine Art Lob durch die Plattenfirma, weil damals war die CD-Technik in Amerika schon 2 Jahre üblich, aber in Deutschland war 85 das Jahr, wo das losging. Und in diesem Album hast du eine Sache gemacht, die auch sehr clever war von dir damals und für uns heute unvorstellbar. Du hast einen Song von Tom Waits genommen, der damals noch relativ unbekannt war, ja, In the Neighborhood. Und hast den ins Deutsche übertragen. Und nach Kreuzberg gezogen. Genau. Ja, also ein bisschen auf deine, in deine Nachbarschaft eingepasst. Genau, richtig. Genau. Mhm. Eine tolle Idee und die Rechte waren damals noch bezahlbar, weil Waits noch nicht bekannt war. Ja, die haben gleich gesagt, schön, dass sie das covern und die haben mich sogar an den Einnahmen von den Deutsch, also wenn das deutschsprachige läuft, daran beteiligt. Was wäre, ist unvorstellbar heute. Unvorstellbar, echt cool. Fast unfassbar. Ja, irre. Ja, und dieses Stück ist natürlich sehr gelungen und es ist auch ein tolles Stück von Tom Waits, aber auch ein super Stück von dir geworden. Hm. Das hören wir uns jetzt mal kurz an. Der Staub kommt in Schwimmen am Frühstückstisch. Der Schnee ist im Gully, ein Flachmann schwimmt mit. Das Taubengift schafft grad die Kinder im Hof. Und ein Bautrupp reißt wieder mal irgendwas auf. In der Nachbarschaft, in der Nacht. Totschlag.
küssen fest. Die Dame gegenüber hinterm Fenster sind fest. Und die Laster fahren voll auf die Fahrräder rauf. Und der Presslufthammer ist Musik für die Jungs. Vor der Secondhand-Boutique und der Zigeuner an der Hauswand wünscht jedem viel Glück. Oh, der Pfarrer zeigt immer noch Filme für die altgewordenen Punks. Er ist der Einzige mit einem festen Job hier, wenigstens einer, Gott sei Dank. Man kriegt einen Schein zum Wechseln, den er noch nie gesehen hat. Und die paar Abendsterne, die gerade eben aufgehen, die sind zum Bleiben zu düster, aber zum Fortgehen zu früh. Deutsche Tom Waits hat man dich danach genannt. Hm. Du wirst häufiger danach gefragt und sagst... Ja, mit dem der Deutsche so und so. Man haben auch viele gesagt, der deutsche Randy Newman, was von meiner Art zu texten vielleicht noch eher passt, weil Randy Newman sich gerne Masken aufsetzt, was ich eigentlich auch gerne mache, mit der Stimme von jemand anderem wie ein Schauspieler was darstelle. Ja, es war eine Zeit mit vielen Auf und Abs, die du auch beschreibst in deinem Buch. Es gab aber tolle Aufs. Zum Beispiel hattest du eine irre Kritik von einem, ich muss das an der Stelle unbedingt mal sagen, von einem Kolumnisten, den ich persönlich sehr liebe. Du hast von Martenstein als nahezu Unbekannter damals in der Stuttgarter Zeit. Ja. Eine tolle Kritik bekommen, oder? Ja, das stimmt. Die war richtig schön. Und Martenstein war damals ja auch selber auch ein Unbekannter. Wir sind ja ungefähr gleich alt. Aha. Und ich war Anfang 30 und er auch. Und er fing halt da als Journalist bei der Stuttgarter Zeitung an. Und du hast einen Auftritt gehabt in der Waldbühne. Das war vor 20.000 Zuschauern. Ja, das war so ein Friedensfestival. Und ich hatte das vorher, war ich es nicht gewohnt, vor mehr als 50 Leuten vielleicht zu spielen. Ja. Und Rakete sagte, ich habe da gebaggert, du kannst da spielen. Und ich war irgendwie so aufgeregt vorher, dass ich dachte, ich kriege jetzt wirklich einen Herzschlag oder so. Und es ging dann aber gut. Also, es war ein tolles Gefühl. War es ein tolles Gefühl? Ja, also es war ein tolles Gefühl, bei dem ersten Lied zu merken, das begeistert die Leute, die 20.000. Beim zweiten war ich dann schon wieder übermütig und habe so ein relativ radikales Stück gespielt, was, würde ich heute sagen, niemals 20.000 Menschen begeistern kann, sondern höchstens 2.000 von den 20. Und der Rest schaltet dann ab. Aber das musste ich dann eben lernen. Was dir damals auch widerfahren ist, du hast deine
deine Alben gemacht, deine Lieder gespielt, aber du hast auch viele Lieder für andere sehr bekannte deutsche Musiker, Pop- und Schlagerstars geschrieben. Ja. Das waren so richtige, war so richtig Auftragsarbeit? Ja, das war so, eine Weile war es tatsächlich so, auch wenn ich so für die weitere Öffentlichkeit nicht bekannt war, in der Branche doch, dass Leute gesagt haben, hier, das ist so ein neuer Typ, der schreibt interessante Texte, vielleicht kannst du dem mal was geben, mal sehen, was da rauskommt. Da kam eine Anfrage von Gitte Henning, eine von Katja Epstein. Ulla Meinecke hat sich ein Lied von mir gleich genommen, was sie von Anfang an sehr mochte, das Hafencafé. Und ja, Hermann van Veen hatte von mir gehört und wollte mal ein paar Vorschläge. Lindenberg, der dann aber nichts genommen hat, weil es ihm dann doch alles wieder nicht gepasst hat. Oder irgendwie wollte er dann mit da reinschreiben und das wollte ich dann wieder nicht, weil ich das irgendwie... So fand ich, die Sachen sind stimmig, da muss nicht noch jemand mitschreiben, auch wenn es Lindenberg ist. Du sagtest, Ulla Meinecke hatte Interesse daran, dein Hafencafé zu singen. Ja. Ich kenne das Hafencafé tatsächlich von Ina Müller und damals war sie noch mit in dem Duo Queen Bee, auch eine ganz tolle Fassung von dem Lied. Und weil ich das Lied auch so toll finde, also wenn ich Sängerin wäre, würde ich dich jetzt auch darum bitten, ob ich es covern darf. Wir hören es uns jetzt einfach mal an. Über mir der Himmel, unter mir der Strand, Salz weht mit dem Wind ans Land. Du bist jetzt durchs Check-in, hängst im Flugzeuggurt, hoch über den Wolken festgezogen. Und ich lehne an der Brüstung vom Balkon, überm Hafencafé, hör die ewige Brandung. Hab im Hals einen Brand, fühl mich wie ein Emigrant. Träume vom Schnee. Weißt du noch, wie es anfing? Soldaten spuckten vor mir aus. Dachte ich, wäre ein Feigling. Und ich sagte, komm mit raus. Mein zerrissenes T-Shirt, dein gelbes Sommerkleid. Da war der Wind im Fels, da war eine weite Fläche Zeit. Da war ein Schaukeln wie von Pflanzen. Und es knisterte und roch. Du hast gefragt, ob ich dich liebe. Und ich sagte, doch, doch, doch. Und jetzt lehne ich an der Brüstung vom Balkon überm Hafencafé, hör die ewige Brandung. Hab im Hals diesen Brand, fühl mich wie ein Emigrant. Träume vom Schnee. Hey, wann hast du mich vergessen? Bin ich noch in deinem Film? Einer, der von Glück besessen ist, oder bloß ein armer Schwein. Und jetzt bist du gelandet und meldest dich zurück.
dieser kalten Stadt im Norden und ich wünsch dir Glück. Und ich lehne an der Brust vom Balkon überm Hafencafé, hör die ewige Brande, hab im Hals diesen Brand, fühl mich wie ein Emigrant, dein Bild in der Hand und träume vom Schnee. Ganz wunderbare Ballade und ich finde, du triffst die richtigen Worte für eine Stimmung, für ein Gefühl, für ein zerrissenes Gefühl. Ja. In welcher Stimmung hast du das Lied geschrieben? Ich habe, glaube ich, das Lied geschrieben, gar nicht so sehr in einer Stimmung, sondern ich wusste, welche Stimmung ich da gern treffen wollte und es war nicht so einfach. Der Refrain ist als letztes da entstanden. Okay. Die Musik zum Refrain war viel früher da und die Strophen habe ich hin und her geschoben. Ich habe zufällig neulich nochmal diese Blätter gefunden, weil ich was anderes gesucht habe, wo so die Anfänge davon drauf waren. Und es ist also relativ fast nüchtern, so, also fast cool, so abgekühlt habe ich so versucht, da ist zu viel Sentimentalität drin. Das ist zu sachlich und also so bis ich das richtige Gemisch hatte. Jetzt muss ich auch mal so ganz intim fragen, gab es denn auch diese Frau hinter diesem Hafencafé? Ja, aber die hatte nicht so eine Bedeutung. Das war tatsächlich das war ein bisschen anders. Also ich hatte eine Wanderung gemacht mit meinem engsten Freund auf Kreta. Wir haben den höchsten Berg da bestiegen, hatten da oben unser Zelt, sind dann wieder runtergekommen an den Strand nach 5 Tagen Entbehrung, so ungefähr, so in Anführungsstrichen. Und haben da 2 junge Frauen kennengelernt und hatten so ein Techtelmechtel eine Woche lang die eine eben zurückflog. Und das war der Anlass, aber der war nicht so wichtig. Mhm. Es war mehr, dass ich durch den Anlass gedacht habe, das könnte eigentlich ein schönes Abschiedslied werden. So ein viel größeres als jetzt bei dieser Person. Eigentlich eine schöne Urlaubserinnerung. Ja, oder? Sowas, genau. Ja, ja. Wir machen jetzt demnächst auch alle solche Lieder als Urlaubserinnerung. Der Rest des Mut ist ein tolles Buch, also ich glaube gerade Menschen, die viel mit Musik zu tun haben, die diese ganze Musikszene, die Neue Deutsche Welle beobachtet haben, die finden hier erstaunlich vieles, auch so aus dem Nähkästchen geschriebenes, macht richtig viel Spaß. Und ich finde, Jim Rakete, der ja eine große Rolle spielt in dem Buch, der hat da dir danach ein paar schöne Worte dazu geschrieben. Er hat gesagt, das Buch liegt gut in der Hand und quer im Kopf. Was will man mehr? Oder? Das ist vielleicht auch das, was du treffen wolltest. Ja, ne? Genau. Stimmt. Wir haben auch tatsächlich nach 30 Jahren Pause jetzt wieder uns einen sehr schönen
Kontakt zusammen aufgebaut, treffen uns manchmal, sitzen dann zwei alte Männer im Park und plaudern über das, was man noch so anstellen könnte. Das ist gut. Hoffentlich plaudert ihr nicht nur, sondern stellt noch zusammen was an. Ja, das hoffe ich auch. Das wäre ja, wär ja für uns auch irgendwie interessant. Ja. Ja, aber es geht noch weiter. Also dieses Buch hast du geschrieben und du hattest eigentlich immer Mut und hast auch neue Dinge angefasst, die dir vielleicht gar nicht so alltäglich über den Weg liefen. Du dachtest irgendwann, ich schreibe auch Romane. Einen ersten Roman gibt es von dir aus den 80ern und einen zweiten, ich bin nicht da. Ja. Ich bin nicht da. Und einen zweiten Roman hast du jetzt vor kurzem geschrieben, 19 veröffentlicht. Mhm. Der Roman heißt Grünmantel. Was ist Grünmantel? Ein Ort. Ich hätte vermutet, das sei eine Figur. Ja. Ist es nicht. Ja. Grünmantel ist ein Ort in der Uckermark. Ja, genau. Grünmantel ist so einer von den Orten, wo, wo Einheimische weggehen und manche ausharren und dann junge Leute oder auch ältere aus der Großstadt dahin kommen. Und dann gibt es natürlich welche, die als Westler angesehen werden und welche, die als dezidierte Ostler dort leben. Andere, denen das nicht so wichtig ist. Es gibt viele Widersprüche, viele Gräbenkämpfe und gleichzeitig auch eine große Neugier aufeinander und ein Gefallen aneinander. Und Leute, die, wo man denkt, die würden überhaupt nicht zueinander passen, tun sich zusammen. Und du spielst so ein bisschen mit dieser Festgelegtheit der Leser auf bestimmte Figurentypen. Ja. Ja? Also man vermutet, aha, das ist der, so einer ist das, ja, der passt in so ein Dorfleben. Es ist ja eigentlich so ein kleiner Kosmos aus dem Großen gezogen. Aha. Der ist so und der ist so, das ist der Typ rechts, das ist die Linke, die es so sowieso nichts bringen würde. Das ist der Stotterer, so ein armer Teufel. Und am Ende ist aber alles ganz anders. Kehrt sich vieles um. Also zeigen die Leute andere Gesichter, die man nicht bei ihnen vermutet hat. Genau. So ist das. Und das ist eigentlich das Spannende an diesem Buch. Ja, schön, freut mich. Das gefällt mir gut. Ja. Auch, das hast du ja in Liedern auch häufig, immer wieder die Natur als Spiegel der Ereignisse. Genau, ja. Und der Seele. Der Seele. Insofern kommt schon auch ein bisschen was von deinen Songtexten mit oder von deiner Art zu schreiben. Nach der Arbeit an deinem Roman Grünmantel hast du dich dann wieder der Musik zugewandt. Und das letzte, was von dir erschienen ist, jetzt vor kurzem, vor ein, zwei Monaten, ist dein neues Album. Du hast es uns mitgebracht. Ich gebe es dir mal, vielleicht kannst du es mal in die Kamera halten. Ja. Menschen machen Fehler. Das Album enthält einige politische Lieder. Das machst du ganz gerne, immer wieder mal politische, schwierigere, wichtigere Themen im Wechsel mit leichteren Songs. Ja, also das war auch eigentlich eine bewusste Entscheidung, weil ich, also mal ein bisschen arrogant gesagt, es gibt nicht so viele, die das gut können. Für mich ist kein politisches Lied, wenn einfach eine Ansicht rausgepulvert wird und Leute mitklatschen sollen dazu, dass sie für den Frieden sind oder so. Wobei überhaupt nicht klar ist, was für ein Frieden damit gemeint ist. Und ich glaube, ich kann das ganz gut, Zusammenhänge kurz zusammenfassen und daraus Lieder machen. Und weil wir ja also seit 25 Jahren das alte Mittwochsfazit gibt es nicht mehr, aber wir machen einen Jahresrückblick zu fünft. Und da muss ich jedes Jahr zwei Lieder schreiben. Und auf dieser neuen Platte sind einige dieser aus den letzten Jahren entstandenen Stücke. Und dadurch das war dann klar, dass sie relativ politisch wird. Das wollte ich auch so. Das ist auch klasse. Wobei der Titel Menschen machen Fehler auch auf Allgemeinmenschliches eingeht. Ist fast ein bisschen philosophisch, der Text. Wir hören ihn zum Schluss, verrate ich euch schon. Und ein weiteres politisches Lied ist das, was du mit Boff Bjerg zusammengeschrieben hast. Wann seid ihr frei? Über die junge Generation im Iran und die Frauen hauptsächlich. Also über deren Kampf, von dem man jetzt so erschreckend wenig wieder liest. Ja.
Also ich habe, befürchte auch, es wird gerade so ganz schrecklich alles wieder niedergeschlagen. Ja, ganz grauenhaft. Die haben ja, also es ging ja so weit, dass sie Giftgas in die Schlafräume der Studentinnen gesprüht haben und dann so getan haben wie, keine Ahnung, wer das gemacht hat. Unglaublich. Es ist auch ein Lied dabei, das auch wieder mal so ein richtiges maurenbrecherisches Ohrwurmlied ist. Ein Lied hat vielleicht auch einen kleinen politischen Beiklang, aber ist schon auch ein bisschen witzig. Ja. Momido. Über die moderne Lust am Work-Life-Balance. Genau. Über die Unlust an regelmäßiger und stur vorgeschriebener 5-Tage-Arbeit, 5x8 Stunden. Das wollen heute viele nicht mehr machen und das Lied drückt meine Sympathie dazu aus. Einerseits ja, aber dadurch, dass du ja den Handwerksmeister auch porträtierst, der ja eigentlich jeden Tag in der Woche gebraucht wird. Ich meine, das führt das ja alles so ein bisschen ad absurdum. Ja, klar. Wenn ich jetzt leider den Klempner montags brauche und der ist aber erst... Der macht weiß da nicht, Yoga. Ja, montags macht er ja Yoga, genau, dann geht es nicht. Aber... ja, also es sind, aber es geht um neue Modelle, neue Arbeitsmodelle und ich glaube auch, dass die jüngeren Leute sich da Dinge einfallen lassen werden. Das glaube ich auch. Und klar. Toll ist, dein Sohn Max hat ein offizielles Musikvideo zu diesem Lied gemacht. Genau. Ja. Deshalb werden wir das auch jetzt heute gar nicht anspielen, denn das sieht man viel schöner in diesem Video und ich verlinke euch das. Ja, schaut es euch an. Genau, unbedingt. Und? Momido. Momido. Manfred, unser langes, langes Gespräch jetzt hat leider vieles nur kurz angekratzt. Ja. Manches auch ganz ausgelassen. Aber das zeigt doch eines, nämlich das maurenbrechersche Opus ist groß. Ja. Und wird immer größer. Ja, du bist... wortgewandt, wortgewaltig unterwegs und kannst das Ganze auch noch mit Musik verbinden. Das gelingt natürlich vielen Autoren, Schriftstellern nicht. Mhm. Hast eine tolle Fähigkeit und ich glaube, uns wird noch ganz viel mehr von dir begegnen. Oh, das wäre schön. Das hoffe ich auch und ich möchte noch eine ganz, ganz tolle Kritikzeile aus der FAZ vorlesen. So zum Schluss, weil es einfach so schön ist, dass man es vorlesen muss. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, Geheimtipp auf Lebenszeit. Das ist wohl das Schicksal des Literaten, Sängers und Pianisten Manfred Maurenbrecher. Gäbe es auf der Welt überhaupt so etwas wie Gerechtigkeit, ganze Fußballarenen müssten ihm zujubeln. Naja. Und was sagt er? Naja. Manfred, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja, war schön. Hat mich sehr gefreut. Ich mich auch. Ich mache da jetzt was Schönes draus. Ja, und ja, genau. wir können uns das dann alle anschauen. Und ganz herzlich danken möchte ich Andreas, der uns diesen tollen Drehort zur Verfügung gestellt hat. Ja, das Mehringhof Theater. Super, super. Meine nett. Zweite Heimat sozusagen. Irre. Ja, für uns toll. Beide ein ganzes Theater. Aber... Ja. Vielleicht haben wir es ja verdient. Könnte sein. Und euch danke ich natürlich auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ihr habt jetzt ganz viel zu tun, nämlich, falls ihr Manfred Maurenbrecher noch nicht kennt oder nur einiges von ihm kennt, dann müsst ihr euch jetzt einarbeiten. Und ich schlage vor, beginnt mit Der Rest ist Mut und alles, was dann... was vorkommt an Ideen, CDs, Liedern, weiterhören. Kann man weitermachen. Dann weiterhören, genau. Ganz genau. Bis dahin. Tschüss. Ciao. An den Ufern des Euphrat, in der Senke zum Fluss, im Schritttempo durch eine Sommerfurt quält sich ein einsamer Bus. Nebenan eine Brücke, betoniert
im Stand einwandfrei. Doch die Aufwarten von beiden Ufern her klaffen Meter aneinander vorbei. Menschen machen Fehler, es kann nicht anders sein. Sie gehen mit ihren Fehlern weit in das Dunkel rein, kommen etwas heller wieder raus, wenn überhaupt. Er war 25 auf dieser Reise durch die Türkei, suchend klein, ziemlich glücklich allein. Jeden Tag war ihm etwas neu. Er trampt zurück von Istanbul mit Diane und mit 15 Mark. Sie spielten ein Paar, was dem LKW-Fahrer nur noch antörnender war. Und sie dachten, zu zweit ist man stark. Menschen machen Fehler, es kann nicht anders sein. Sie gehen mit ihren Fehlern weit in das Dunkel rein, kommen etwas heller wieder raus, manchmal jedenfalls. Er sah sie später oft vor dem inneren Auge, diese Brücke am Euphrat, mit den sich verfehlenden Auffahrten. Er brauchte dafür kein Foto. Manchmal sah er sogar den armen Ingenieur, der sich da verrechnet hatte. Er wusste, nichts auf dieser Erde würde perfekt sein. Keine Arbeit, kein Ideal, keine Revolution, keine Liebe. Dieses schöne Denkmal des Scheiterns beflügelte ihn, nicht gleich ins Dumpfe zurückzufallen, in den Trott der Jahrtausende. Eisenbahnlinie Deutschlands verkehrte zwischen Nürnberg und Fürth. Kurz darauf plante man in der Oberpfalz eine Strecke, die 25% Steigung mitführt. Der Ingenieur, der das Ganze erdacht hat, kam am Vorabend der Eröffnung schlimm drauf. Er sah den Zug rückwärts rollen, die Waggons querbeet fallen und er hängte sich in der Nacht auf. Am nächsten Morgen die Jungfernfahrt, die Lok, sie keuchte wohl hart, doch mit Schwung fuhr sie dann die Höhe. Machen Fehler, es kann nicht anders sein. Sie gehen mit ihren Fehlern weit in das Dunkel rein, kommen heller wieder raus. So soll es sein.